Hallo, liebe Kampfsportfreunde. Dass man die Phantom-Sachen auch oldschool-like tragen kann, beweist hier unser UFC-Kämpfer Carlos Eduardo Rocha. Carlos, wie fühlst du dich? Ja, ein bisschen schwer. Ich bin jetzt gerade in meiner Massephase. Die Hose passt mir gar nicht. Siehst du, es ist zu kurz, zu klein. Und meine Bauchmuskel ist zu groß geworden, weil ich ganz viel trainiert habe nach meiner OP. Ja, gut, ne? Sieht gut aus. Kommen wir mal direkt auf deine OP zu sprechen. Du hast ja gerade gesagt, du bist bereits schon wieder im Training. Wie ist die Heilungsphase verlaufen? Also, es ist immer noch, ja, habe ich locker angefangen zum Trainieren mit meinen Jungs im Hanse Gym und Planet, Sportschule Hamburg und in Pinnenberg mache ich ein bisschen was. Ne, aber die richtige Training hat noch nicht angefangen, weil ich noch ne, in dieser kleinen Zeit habe ich vor 7 Tagen operieren, muss locker anfangen. Deine Hose, schon gut. Deine Hose erinnert mich, wie du sie jetzt trägst, gerade auch an den typischen Box-Style, den man früher hatte. Ist das auch eine kleine Anspielung, dass du jetzt im Boxen auch ein wenig durchstarten möchtest? Richtig. Ich fange jetzt an, wie viele in Deutschland gesehen, dass ich muss ein bisschen meinen Stand-up lernen, verbessern. Und deswegen habe ich schon angefangen, mit meiner alten Stil-Box-Holdschool-Mann zu kämpfen. Habe ich mit Janosch gelernt. Na Janosch, danke, ne? Für Technik habe ich mit dir jetzt gerade. Aber du sagst gerade auch, du baust Masse auf. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du eine Gewichtsklasse wechseln möchtest, also dass man dich demnächst im Mittelgewicht sieht. Nein, 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 nein. Nur meine Massephase ist immer so, vor meine Wettkämpfe halte ich meine Gewicht, meine 88 so, ne, bis meine Wettkämpfe. Damit die Leute mal ein Bild davon machen können, wie viel Gewicht kochst du so wenige Tage vor einem Kampf ab? Also wie viel Kilos? Also 18 bis von 18 bis 15 Kilo, also von 18 Kilo bis 15 Kilo ungefähr. Kommt darauf an, wie ist meine Belastung im Training. Wenn ich nicht so zu viel trainiere, dann habe ich immer ein bisschen mehr Gewicht. Aber das ist immer kein Problem, das schaffe ich immer. Also das heißt dann Diäten, was das Zeug hält. Ja, richtig. Du hast ja schon bei Ground and Pound im Radio schon gesagt, dass die UFC dich derzeit nicht drängt, dass du unbedingt in nächster Zeit kämpfen musst. Gibt es denn aber für dich jetzt, wo du sagst, eine Deadline, bis noch in diesem Jahr möchtest du kämpfen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist das, was ich die ganze Zeit Sorgen gemacht habe mit meiner Ellbogen. Und Gott sei Dank ist jetzt alles gut gelaufen und die OP ist schon durch. Und jetzt freue ich mich sehr für die nächste UFC-Kämpfe. Ich hoffe, dass noch bis am Ende dieses Jahr habe ich schon eine neue Kämpfe. Der Einstand ist ja super gelungen. Kannst du denn den Fans schon etwas versprechen? Wie wird Carlos Eduardo Rocha seinen dritten Kampf jetzt in der UFC bestreiten? Wie wird Carlos sein? Also auf jeden Fall möchte ich gern, das ist mein Traum, meinen nächsten Gegner auf K.O. schlagen, weil ich liebe das sehr gerne und habe bis heute kein Glück gehabt. Muss ich alles auf Boden besiegen, aber dieses Mal werde ich viel, viel Stand-up lernen, dass ich mehr Sicherheit im Hand habe. Alles klar, Carlos. Vielen Dank für das Interview. Danke. Bis bald. Dankeschön.